Servus Leute und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag. Bei mir ist nicht Freitag, bei mir ist Donnerstag, Fronleichnam, Feiertag. Ja, es ist soweit. Der Zaun ist zu 95% aufgestellt. Es fehlt noch ein Pfahl und eine Verbindung zur Wand, beziehungsweise drei Torfedergriffe. Die Torfedergriffe sind leider auf Nachlieferung, das wird noch ein bisschen dauern. Und den Pfahl kann ich heute am Feiertag nicht reindrücken. Das geht halt dann erst morgen am Freitag. Also das werdet ihr wahrscheinlich dann in diesem Video eher nicht sehen. Mal gucken, vielleicht doch, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, der Zaun steht größtenteils und so schaut das Ganze aus. Noch ist Elektrozaun hier. Geht rauf, oben mein Tor. Geht rum, geht runter, geht rüber. Geht unten her, beim Radlader, da ist ein Tor. Und geht dann hier auf die Wand. So, so schaut die Sache aus. Und, wie ihr gerade gesehen habt, Pferde, Ziegen, Esel sind schon hier unterwegs. Ich habe gerade eben hier unten aufgemacht, dass sie mal raus können, damit sie sich ein wenig bewegen können. Ja, da stehen sie, die alten Schmutzfinken, sind gut beschäftigt. Die Gasen freuen sich über den Ampfer, der da steht, und über das komische Windenzeug und der Emma. Keinen Bock, beschäftigt. Ja, was ich jetzt machen werde, ich werde mal den Elektrozaun soweit abbauen, damit die Fläche dann voll begehbar ist und voll nutzbar ist. Der ist mir jetzt noch im Weg und hier unten werde ich halt ein Stück stehen lassen, quasi da. Weil da, wo der alte Holzpfahl jetzt steckt, da kommt auch ein neuer hin. Der liegt schon da. Da muss aber der Holzpfahl raus und der VA-Stahlpfahl da. Den lage ich dann ein, vielleicht braucht man immer woanders. Und an die Stelle kommt dann ein neuer Holzpfahl. Auch wieder mit solchen Isolatoren hier. Also, so wie da. Mit denen aus so Kunststoff. So schauen die aus. Kommt da unten hin. Auch so ein Halter. Und so ein Halter dann auf die Wand drüben. Und ja, ich mache dann mit der dünnen Litze, die ich habe, eine Verbindung über alle drei Leitungen, dass ich auf allem Strom habe. Und dann sollte die Sache eigentlich gut sein. So zumindest der Plan und die Hoffnung. Ob es denn dann funktioniert oder nicht, das wird sich zeigen. Jetzt mache ich erst einmal, wie gesagt, ein Provisorium, dass hier noch zu bleibt, weil wenn ich jetzt aufmache hier, dann können sie halt hier raus, das sollen sie natürlich auch nicht. Und Strom ist auch noch nicht drauf und das sollen sie natürlich gleich am Anfang lernen. Kopf da unten drunter durchstecken ist blöd. Ob die Höhen passen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt wie gesagt auf 40 cm, auf 87 cm und auf 1,23 m Litzen bzw. Bänder. Für die Ziegen muss ich mal gucken, solange sie Futter haben, machen die eigentlich gar nichts. Drüber springen hatte ich noch nie Probleme, eher dass sie halt dann unten drunter durchschlüpfen. Wobei ich sagen muss, ohne Maggie ist eigentlich ein ganzer umgänglicher, der bleibt wo die Emma ist und wenn die Emma nicht rausgeht, geht er eigentlich auch nicht. Bloß bei meinem Herrn Jockel gerade, da weiß ich nicht so genau. Da könnte es natürlich sein, dass der dann Ärger macht. Ja, mal gucken. Tja, auf jeden Fall, so schaut die Sache aus. Schauen wir mal. Ach so, ja, und weil im letzten Video kam, ich soll sie mal entwurmen. Keine Angst, ist gemacht worden. Habe ich letztes Wochenende, da habe ich mir am Freitag was geholt gehabt und am Samstag habe ich sie entwurmt. Sollte mittlerweile eigentlich gewirkt haben, aber eine Wurmkuh haben sie auf jeden Fall gekriegt. Also so ist nicht. Ja, so viel dazu, auch die Pferde. Ne? Ja, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich baue jetzt hier mal schnell den alten Zaun ab, dann haben sie die volle Fläche und dann schauen wir doch mal. Ich habe jetzt den Elektrozaun innen rausgenommen und habe hier unten erstmal ein Provisorium gebaut, wie man sieht. Ja, erst einmal zugemacht. Wie gesagt, die Höhe passt hier natürlich noch nicht und ich habe jetzt einfach ein Stück Band genommen, was ich noch hatte. Und habe da damit erst einmal hier verbarrikadiert, damit nichts passiert, dass sie nicht raus können. Den Stromfluss habe ich einmal geprüft. Einmal hier vorne.
Da bringt der Zaun über 6000 Volt. Das sind ja, wie gesagt, diese geringen Ströme quasi. Wenig Leistung, dafür viel Spannung. Ja, hier haben wir 6000 Volt. Und ich habe es ganz hinten probiert. Auch da hat er noch die volle Leistung. Also soweit alles gut. Ja. Denen gefällt es bislang. Na ja, gell? Voll gefressen. Auch die Hanna. Ja, da haben sie jetzt ordentlich zu tun. Morgen muss ich dann den Pfahl hier noch reindrücken. Werde ich aber erst den da rausziehen. Und dann sollte hier alles so stehen, wie ich mir das vorstelle. So zumindest der Plan. Ja, da liegt jetzt das restliche Zaunmaterial noch. Die Reste, die übrig sind, das sortiere ich mir da alles noch in den Schrank rein, als Reserve. Ja, bei dem Zaun habe ich es jetzt so gemacht, dass ich, wie gesagt, drei Tore habe. Und ja, was für Tore sind es? Andere bauen Holzzäune oder Kunststoffzäune mit richtigen Klapptore. Ich habe wie bei den Schweinen unten diese Federtore genommen. Es wird funktionieren. Das sind ja einfach bloß diese Federn. Kann man anlangen und kann sie dann aushängen, einhängen. Ja, und die leiten den Strom dann weiter von da rein und rum und bis zur Wand. Ja, und da hinten an der Wand, wie gesagt, sind auch noch 6000 Volt. Also volle Leistung. Alles perfekt. Es hängen keine Äste rein. Das Gras kommt mit die 40 cm auch nicht direkt dran. Das fressen sie vorher weg. Ja, was will ich mehr? Und das Schönste natürlich dabei ist, ich kann jetzt endlich einmal hier mit dem Bulldog einfach reinfahren, Koppel abäppeln, überhaupt kein Problem. Die drei Torfedern auf, Schlepper rein, Torfedern zu und dann kann ich zu meinen Häuften, die sie machen, hinfahren, einsammeln und kann bequem wieder rausfahren. Hab kein Problem mehr, dass ich groß den Zaun hin und her versetzen muss oder so. Und selbst wenn ich jetzt hier die Koppel abteilen tue, was ich ja vorhab, weil die Fläche haben sie jetzt bloß im Moment komplett. Aber das wird natürlich dann trotzdem mit einem Netz dann noch ein wenig abgeteilt. Wäre natürlich die edelste Variante, auch noch mit Pfähle. Und unten dann einfach eine Torfeder, die du umsteckst. Aber ja, dann wird es ein wenig kompliziert mit Ein- und Ausfahren. Aber ich kann dann, wie gesagt, selbst wenn es abgeteilt ist, immer schön bequem reinfahren. Kein Problem, weil ich habe dann insgesamt drei Tore zur Verfügung. Und dann komme ich trotzdem überall hin, wo ich hin will. Und was will man mehr? Ja. Der Jogl erkundet jetzt einmal Fläche, an die er normal nie gekommen ist. Da wachsen normalerweise Brennnesseln und ein wenig Ampfer. Jetzt hat er eine Beschäftigung. Ja, und die Hanna lässt sich's auch schmecken. Die Schwalben sind auch fleißig unterwegs. Drei Nester haben sie mittlerweile. Eins bei den Hühnern hinten drin. Ein wenig ein ungünstiger Platz, weil ich ja zumache. Und die zwei Nester im Stall sind belegt. Im einen sind schon Küken drin und im anderen liegen Eier. Ja, die haben dieses Jahr wieder fleißig gebaut. Da habe ich auf alle Fälle noch ein paar Nistkästen, sonst hat es mal ein Problem. Naja, so schaut es jetzt hier jedenfalls aus. Und ich denke mal, was will man mehr? Passt doch. So, nun haben wir Freitagmorgen. Ja, und das zweite, letzte Pfahl kommt noch. Ich habe gerade mit dem Seil den anderen rausgezogen. Da liegt der schöne 2 Meter VA-Stahlstange, so Kuh-Eisen. Ja, und der Rest von dem Holzpfahl, der da noch steckt hat. Die Stange, die war da bloß noch zum Fixieren. Ja, den anderen Pfahl, ich habe mir schon mal ein bisschen vorgedrückt. Kleines Stück fehlt noch, da steht er. Ja, die Pfahlramme muss er wieder zusammenschweißen. Durch die Vibration sind jetzt links und rechts die Handgriffe abgefallen. War hier doch ein bisschen viel, aber ja, ist halt so. Ja, den letzten Nein. Nur jetzt ein wenig aufpassen, weil jetzt ist hier vorne offen, da können die Pferde raus. Aber das müsste gehen.
So, da fahren wir auf 1,40 drin. So schaut's aus. Ich mache mir da mal einen Strich und der ist jetzt. Ja, da. Das passt. Ja, das war der letzte Pfahl, der rein musste. Da schraube ich jetzt noch die Halter ran und mache meine Verbindung noch von denen Haltern hierher. Und hier habe ich noch ein paar alte Torgriffe liegen als Übergangslösung. Die sind halt mit Band statt mit Federn. Die kommen jetzt erst einmal als Provisorium ran. Und sobald die neuen dann da sind, kommen die Federn ran, wie sie halt schon da sind. Ist einfach ein wenig schöner. Ja, auf jeden Fall hätten wir das jetzt dann auch. Und ist doch gut so. Das provisorische Durchfahrtstor ist nun auch fertig. So schaut das Ganze aus. Ich habe da noch diese alten Federgriffe. Ist aber nicht so schön. Also ich finde diese richtigen Federn irgendwie schöner. Aber ja, wie gesagt, als Provisorium funktioniert das auf jeden Fall. Strom leitet es durch. Ich habe hier gerade gemessen mit meinem Zahnprüfer. Da haben wir wieder über 6000. Und jetzt machen wir noch eine Prüfung am unteren Teil vom Zaun. Schauen wir mal, ob dort auch die richtige Leistung ankommt. Da sehen wir uns sofort wieder. So, jetzt sind wir auf der Unterseite vom Stall, quasi wo der Zaun dann gleich aufhört. Ist ja gleich hier am Eck. Und machen wir mal eine Prüfung. Schauen wir mal, was er jetzt sagt. Ich weiß nicht, ob da was erkennt. Also hier haben wir auch 6000. Und das mit die alten Halter. Wir können ja mal noch den Platz ändern, können es noch mal ganz hinten probieren. Das ist vielleicht ein schattig hier, das seht ihr mehr. So, jetzt sind wir jetzt ganz oben. Also hier ist wirklich das letzte Stück. Das sind die Wandhalter. Und machen wir nochmal einen Versuch. Jo. Das geht. Wie gesagt, mit den alten Torgriffe. Ist doch prima. Alles paletti. So steht der Zaun. Jetzt ist auch vorne das Provisorium an dem Pfahl weg. Das hat mir nämlich gestern ehrlich gesagt ein bisschen Bauchweh bereitet. Da habe ich mir noch gedacht, hoffentlich machen sie heute Nacht keinen Scheiß. Die waren aber brav. Der Jockel, die Hanna und der Gandhi. Ja, und die Emma und der Micky sind irgendwo da oben. Gut, hier ist auf alle Fälle soweit fertig. Und Katze. Au, au. Die Katze schmust mit dem Zaun. Das ist natürlich schlecht. Ja, auf jeden Fall das Wichtigste. Der Zaun steht jetzt komplett. Ist soweit pferdesicher. Ob es gegen die Ziegen hilft, alles werde ich sehen. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe Glück. Meine Ziegen sind umgänglich. Die Agasen habe ich überhaupt noch kein Problem damit gehabt. Der Maggie, der Dunkelbrauner, der bleibt sowieso bei seiner Emma, weil die zwei gehen zusammen. Und ja, der Jockel bleibt eigentlich dort, wo der Anne ist, beziehungsweise wo die Pferde sind. Und solange die Pferde drin bleiben, denke ich, haben wir, wenn die Gasen schon da bleiben. Drüber springen hatte ich noch nie ein Problem, das überhaupt nicht. Eher, dass sie den Kopf durchstecken und mit die Hanne dann den Zaun versehentlich mit umreißen. Aber ja, das wird sich zeigen. Eventuell muss ich noch eine Lütze ganz unten reinmachen auf 20 cm, wie bei den Schweinen oder so, dass sie unten nicht mehr rein können. Aber im Moment funktioniert es. Ich werde sehen, wenn die Koppel dann abgefressen ist. Dann muss ja eh noch abgeteilt werden. Und wenn abgefressen ist, dann wird sich schon zeigen, wie das Ganze läuft. Und ja, lassen wir uns überraschen. Soweit auf alle Fälle so gut. Für mich ist jetzt der Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer einen festen Zaun außenrum. Ein wenig Arbeitserleichterung und die habe ich jetzt und da bin ich auch ganz froh drum. Jo, tja, das wird es dann für dieses Video gewesen sein. Wer sich
fragt, warum ich in die Video jetzt momentan nicht antworten tue. Ich habe ehrlich gesagt keine Zeit. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Ich lese jeden Kommentar, ich lese alles und versuche auch in meinem Video was zu erklären, aber zum Schreiben, ich komme irgendwie nicht. Weiß nicht. Bin ich zu langsam oder... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin gefragt worden, was das da letztes für Bulldog war. Das war Deutz D5006, der war vom Bekannten. Und ja, der ist schon wieder unterwegs. Ja, der stand halt da. Auf jeden Fall, das war's für dieses Video. Ich gucke mal, vielleicht komme ich jetzt aufs Wochenende mal dazu, dass ich ein paar Kommentare wieder beantworten kann. Lese, wie gesagt, alle, ich überlese keinen, aber ich komme immer nicht dazu. Ja, wird sich zeigen. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche am Dienstag wieder. Voraussichtlich morgen Abend am Samstag werde ich wieder einen Livestream machen. Ja, ich kündige es mal an. Ich denke mal wieder so auf 20 Uhr, so in den Dreh, könnte man mal. Ja. Bei mir ist eh sturmfreie Bude. Mein Arne Bruder und meine Eltern, die sind am Bodensee und das ist irgendwie Smart Parade oder sowas. Ja, meine Schwester, die ist mit Sicherheit wieder unterwegs, das heißt, ich bin alleine. Ja, und wenn man alleine ist, dann kann man natürlich abends immer wieder einen Livestream machen, da hockt man nicht nur blöd rum. Ja, schauen wir mal, was wir da wegen träumen. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann demnächst wieder. Und ich wünsche euch jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche oder bis morgen. Servus, euer Michel.